Patrick, wichtige Rennen, die in den letzten Wochen waren. Highlight natürlich auch das Einzelzeitfahren. Medaille hat es gegeben. Führung in der U23-Wertung in Österreich. Optimaler Saisonverlauf bisher. Ja, mit meinem sechsten Platz bei der Zeit für Staatsmeisterschaften habe ich das U23-Dekor in der Chibo Doppelradliga mir wieder mit einem Polster zurückgeholt. Ich werde es morgen natürlich versuchen zu verteidigen. Und die Saison ist so mit einigen Nationalteam-Einsätzen und guten Ergebnissen auch im Nationalteam und in der Mannschaft bis jetzt nach Plan verlaufen und ich freue mich auf alles, was noch kommt. So mit Dennis Wauch, mit einem Daniel Rinner, dann eben ihr, junge Truppe, man hat so das Gefühl, ja, das ist sehr harmonisch untereinander auch. Ja, wir haben auch während den Rennen, vor den Rennen, nach den Rennen sehr viel Spaß zusammen. Wir trainieren des Öfteren zusammen, so wie heute und gestern waren wir auch eine längere Runde trainieren. Und das schweißt halt dann schon zusammen und es ist jeder motiviert. Wir können sich alle untereinander aufeinander verlassen und ja. Ganz kurz noch zum U23-Nationalteam. Da sind auch Fahrer von Gourmetvereinen wie Pöstlberger oder Sokol, Team Tirol und David Wöhrer. Extrem starke Mannschaft. Ja, im U23-Nationalteam sind wir vor allem die letzten zwei Jahre auch wieder sehr gut aufgestellt. Im Nationalteam merkt man auch überhaupt keine Konkurrenz, weil dadurch, dass die anderen von einem anderen Team sind, das wird da im Nationalteam ausgeschalten. Aber wir sind nach dem Georg Breidler, hat der Hartl-Fan schon gesagt, es gibt keine Lücke. Wir haben auch diese Erfolge, wir haben uns auch schon für die Tour de l'Avenir qualifiziert und wir werden jetzt auch eine gute EM und WM fahren und dann mit der Thüringen-Rundfahrt im Juni werden wir auch nochmal in Deutschland uns präsentieren und ja, dann werden wir sehen, was kommt. Das Heimspiel mit der Österreich-Rundfahrt dann. Florian, achter Platz ist es geworden, gesamt in Aserbaidschan, Riesenleistung. Ja, die Leistung war eigentlich ganz okay, sage ich mal. Mannschaftlich hat das super funktioniert. Es hat sich wirklich jeder total aufgeopfert für den Platz. Und leider sind wir nur zu fünf gestartet und haben dadurch am ersten Tag schon ein bisschen was kassiert. Aber im Großen und Ganzen war es eine gelungene Rundfahrt. Und die Formkurve steigt, glaube ich, in der ganzen Mannschaft steil nach oben. Und dort waren ja sehr starke Teams, Katjuscha und so weiter, also waren absolute Klassefahrer im U23-Bereich dabei. Ja, das Katjuscha-Team war am Start, dann das UCI-Team auch. Die sind auch die Nations Cup-Rennen schon gefahren und die haben scheinige Siege am Konto auch. Und war ein klasse Gefühl, wenn man da ganz vorne mitfahren kann. Chibo Radliga, das nächste Rennen, nächster Einsatz, auch da ist viel möglich für die Mannschaft. Ja, auf alle Fälle wollen wir uns zu Hause gut präsentieren und natürlich wollen wir den Sieg holen. Möchtest du den Jungs nach Griechenland noch etwas mitteilen? Ja, viel Spaß noch die nächsten Tage. Und sie sollen jetzt nach Hause fahren. Ja. Wunderbar, danke.